geht ja auch nicht. Naja. Okay. Vielleicht können wir die goldenen Tickets noch gar nicht bekommen. Vielleicht müssen wir tatsächlich erst Pete nach draußen bekommen, damit er sich an den zweiten Teil des Liedes erinnert. Aber wie? Wir versuchen es jetzt einfach. Irgendwie. Das muss ja irgendwie... Klar, man kann es irgendwie hinkriegen, aber wie? Also das hatten wir ja schon versucht, ne? Können wir das irgendwie... Muss es irgendwie nass werden? Der Schild würde nur noch rosten. Okay. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon versucht. So Polierflüssigkeit, dachte ich, ne? Aber nein. Nein, 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 nein. Das war doch jetzt gerade. Ja, war's. Oh Gott. Das könnte... Ja. Ich probiere einfach alles 100 Mal, bis es funktioniert. Ein Phosphos. Nein, wenn ich es in meine... Das wird nicht... Das wird nicht klappen. Okay. Ich hole mir noch mal einen Tipp. Tut mir leid. Die Reibe in deinem Inventar ist leider nicht stark genug. Du brauchst etwas mit mehr Rostlösekraft. Schau dich um, ob du irgendwo etwas... Nein! Oh! Ja, da hätte man auch selber drauf kommen können. Oh, Mann! Tada! Komm schon, schau für Linie. Oh. Danke fürs Bauchkratzen, Baby. Ich schätze, diese Reibe wird nie wieder etwas reiben. Das ist schon in Ordnung. Wir gehen jetzt in den Garten und dann... Ah, warum? Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Ah, das ärgert mich. Ich bin keine Rätselqueen. Überhaupt nicht. Nana. So, jetzt aber dampfende Reibe. Ja, wunderbar. Oh. Wow. Eindrucksvoll. Sehr, Rostflocken. Die können wir auch mitnehmen. Das sind doch wunderschöne Schokosplitter. Kannst mir erzählen, was du willst. Also, Steve. Steve, ich hätte gerne noch meine Führung. Haben Sie? Ja, habe ich. Kommst du noch mal kurz mit nach draußen? Bitte. Können Sie uns den Innenhof mal zeigen? Haben Sie denn einen... Ja, 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 haben wir. Recht. Bitte. Wir müssen uns das ja nicht 100 Mal anschauen. Vor allem nicht, wenn ich hier so 100 Mal rumdümple. Was machst du denn hier? Und wer passt jetzt auf den Empfang auf? So. Hallo Pete, schön dich zu sehen, alter Freund. Was war denn das früher für ein Innenhof? Wie bereits erwähnt, die... Hier haben die Leute auf ihre Audienz gewartet und Partys gefeiert. Partys. Der alte Pete hat dafür gesorgt, dass sie immer einen guten Tropfen zum Warmhalten hatten, wenn du verstehst, was ich meine. Audienz? Na, bei Okario Boe, dem Zweiten. Okario Boe. Erinnerst du dich an den Angriff? Warst du dabei, als es passiert ist? Das ist alles meine Schuld. Ich hätte ihn niemals einlassen sollen. Oh nein, was ist denn passiert? Das Tor ist aber schön verziert. Waren die Leute, die hier gewohnt haben, alle reich? Oh ja, reich an Weisheit. Die Klügsten und Ehrbarsten unter uns gingen hier jeden Tag ein und aus. Nun ja,
Alle bis auf einer. Ich hätte ihn niemals einlassen sollen. Der alte Pete kann sich das bis heute nicht verzeihen. Ich habe das Gefühl, es handelt sich dabei um Conroy. Und der arme Pete ist darüber verrückt geworden. Ist das Tor der einzige Zugang zur Windkapelle? Ja, es ist der einzige Eingang. Aber nicht der einzige Ausgang. Der ist darüber verrückt geworden, weil er sich so Vorwürfe macht, ne? Fällt dir jetzt der Rest von dem Lied ein? Ja, ich glaube, ich hab's. Warte mal. So? Wenn mir doch nur das Ende einfallen würde. Ist doch besser so. Das Lied darf nicht gesungen werden. Ach, sei still. Und der Rest? Keine Ahnung. Hier ist die Akustik auch nicht so toll. Lass uns in die Windkapelle gehen. Dann fällt mir auch bestimmt der Rest wieder ein. Okay, also jetzt brauche ich bunte Tickets. Und das Lied haben wir schon gehört. Es lief mal im Hintergrund. Und ich glaube, das ist Mehl. Sieht aus wie Mehl. Da können wir ja jetzt... Nein, uns fehlt noch Zucker. Es fehlt noch der Zucker. Aber wo kriegen wir den her? Oh, verdammt, ich hätte Laurin ablenken lassen sollen. Feiner Steinstaub. Feiner Steinstaub. Mein Kopf sagt, nicht essbar. Aber mein Herz sagt, Schokoflocken. Schokoflocken sind sowas Tolles. Wir brauchen immer noch Zucker. Kristallzucker. Okay. Wir machen das erstmal, weil wir können... Ich kann jetzt sowieso nichts anderes mehr machen. Aktuell. Und ich muss mal ganz kurz husten. Entschuldigung. So, plopp, da ist das Mikro wieder an. Jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht. Oh, Mann. Komm schon, Zombie, denk mal mit. So, Steve, ich hätte gern noch eine Führung. Können Sie uns den Innenhof mal zeigen? Was? Ja. Dann möchten. Ja, komm schon in den Innenhof. So, Laura, jetzt lenk ihn ab, wie du noch nie jemanden abgelenkt hast. Kannst du ihn noch mal ablenken? Ja. Naja, mit den Ohrstöpseln müsste es gehen. Viel Glück. Alles klar, du darfst mich vollquatschen. Ja. Gut. Zurück zum Empfang. Zutaten rein. Zucker bräuchten wir eigentlich noch, ne? Immer, sag ich immer noch. Ja, Zucker. Wo kriegen wir den Zucker her? La 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 la, Steinstaub. Schokoflocken. Zucker. Ja? Okay. So, alle Zutaten sind drin. Hä? Aber uns fehlt doch der Zucker noch. Oder war der jetzt quasi bei dem Mehl dabei? Ja, dann. Ich muss ihn... So, ja, hier ist noch eine Kurbel, ne? Fertig ist der Teig. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt den Ofen vorheizen. Kochkäfer. Conroy, man muss... Dann beleidige sie. Oder erstmal bitten wir sie. Hey, ihr lieben Kochkäfer. Würdet ihr vielleicht, ich meine, wenn es keine Umstände macht, könntet ihr bitte heiß werden? War das ein Ja? Ich glaube, das bringt nicht viel. Tja, dann machen wir mal die magischen Wörter. Das wird schon funktionieren. Vielleicht gibt es ein Wort, das sie aktiviert. Ich versuche es mal. Passwort 1. 1, 2, 3, 4.
Avada Kedavra. Was? Die armen Käferchen, sind sie alle tot? Ihr sollt brennen! So wird das nichts. Gut, dann hau mal eine fette Beleidigung raus. Wie soll ich denn Käfer beleidigen? Deine Mutter. Moment. Was würde Conroy sagen? Du unwürdiger Wurm! Du bist eine Schande für alle Novizen! Das ist der Grund, aus dem dich deine Eltern bei mir abgegeben haben! Das ist der Grund, aus dem dich niemand liebt und jemals lieben wird! Oh nein, der Arme! Wow, das klappt ja tatsächlich! Aber vielleicht sollte ich was in den Ofen tun. Wie kühlt man sie nochmal ab? Ach ja, Komplimente! Hey Leute, toll, dass ihr 6 Beine habt! Ich hab nur 2! Okay, ich dachte, wir müssen den Ofen vielleicht vorheizen, wie es jeder normale Bäcker tut. Aber in dem Fall... Der Teig ist... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Tun wir das einfach in den Ofen? Ich brauche eine Backform. Das macht total Sinn. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber hey, was soll's? Ich hatte mich schon gewundert, was wir mit Keksen wollen. Steve bestechen. Oh, ich hab so Bock auf Kekse. Ofen ist beladen. Ich hätte jetzt so Lust auf Kekse. Jetzt aber. Kochkäfer. Conroy, man muss... Wie soll ich denn... Moment, du. Und das, la, das la, ist... La. Der Schlüssel sollte fertig sein. Wie bekomme ich sie jetzt wieder kalt? Ach ja, Komplimente. Hey Käfer, was ist schwarz und glänzt und ist toll? Richtig, ihr. Jetzt ist das süß. Heißer Ofen. Au, der Ofen ist... Okay. Aber... Den Teppich können wir jetzt nicht zurückholen, ne? Nein, wenn ich das jetzt nicht zu Ende... Okay. Kann ich, Ich glaube nicht... Ich dachte, wir können es vielleicht mit dem Nektarinsaft abkühlen. Kann ich den kaputt hauen? Ich glaube nicht, dass... Okay. Da wohnt Piet drin. Okay. Kannst du ihn kaputt hauen? Können wir eine Scherbe mitnehmen? Warum sollte ich das tun? Dann könnten wir eine Scherbe mitnehmen und dann könnte Piet immer weiter mitkommen. Weißt du, was ich meine? Das wird nicht... Hallo? Müssen wir noch mehr Komplimente machen? Das war doch jetzt geraten, oder? Oder ist eine Handpuppe vielleicht? Brenn, Conroy! Ah, sehr schön. Ah, heiß! Sieht aus wie das Original und riecht nach Zimt. Und du wanderst zurück in meine Tasche. Conroy Handpuppe, oh Gott, dem geht's immer schlechter. Super. Okay, tschüss, Kochkäferchen. Okay. Können wir jetzt einfach so in die Windkapelle? Das ist doch gemein, oder? Dann schleichen wir uns voll an dem vorbei. Mürbekekse. Natürlich. Okay, Laura, das reicht jetzt. Danke, Laura. Vielen Dank, Steve. Okay, Steve, gehen wir zurück. Ja, wollen wir. Und dann wollen wir einbrechen. Mit einem Schlüssel. Aus Keksteig. Aber das ist doch ein Rezept für Weichkekse, oder? Dann ist der Schlüssel doch viel zu weich. Naja. Wir versuchen es trotzdem. Oh, das klappt ja tatsächlich. Ich bin auch ganz überrascht. Also, auf zur Windkapelle. Aber die goldenen Tickets brauchen wir trotzdem, denn Steve wird uns nicht in die Windkapelle begleiten, wenn wir nicht Schau die Tickets all haben. Die versteinerten Aspose an.
Ist das nicht traurig? Wenn Sie versteinerte Asposa sagen, meinen Sie wahrscheinlich die lebensecht wirkenden Nachbildungen. Wenn du lebensechte Nachbildung sagst, meinst du wahrscheinlich versteinerte Asposa. Laura, wenn Steve mit der Realität nichts zu tun haben will, dann ist das eine ganz private Entscheidung. Recht vielen Dank. Moment. Ihre Nasen. Sie sind alle so wie du gewesen. Tut mir leid, Flöten. Tut mir leid, Robert. Ist schon gut. Ich kannte sie ja nicht. Oder das glaube ich zumindest. In Nektarinsaft kann man sich spiegeln. Ein Windbrunnen haben wir hier und die versteinerten Asposa. Och, das ist so schade. Das war eine ganze Kapelle. All diese versteinerten Asposa haben die gleiche Nase wie ich. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Ja. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass die Antwort alles nur noch schlimmer machen würde. Ja, das glaube ich auch. Ein versteinerter Asposa. Hey, er hat genau die gleiche Nase wie ich. Und die gleichen Augen. Wer er wohl war? Ach, Robert. Der sagenumwobene vierte Brunnen. Er ist genauso versiegt wie die anderen. Tja. Der Saft ist silbrig. Man sagt, man kann sich darin selbst erkennen. Wir reden mal mit Laura. Bevor wir Steve holen. Hey, Laura! Was hat dein Vater mit der Zeichnung gemeint, die im Empfang hängt? Ich weiß es nicht. Es sieht nicht wie irgendeine seiner Erfindungen aus. Aber was wollte er uns damit sagen? Wenn ich das wüsste, würden wir hier nicht dumm rumstehen. Was glaubst du, ist der Sinn dieser Windkapelle? Ich glaube, sie wurde nur für den Windbrunnen gebaut. Ich habe das Gefühl, dass es mit diesen Flötennasen einiges auf sich hat. Das Gefühl habe ich auch. Und schaut mal. Tada. Und hier? Ach, guck mal, das sind kleine Phosphors. Süß. Ich frage mich, warum diese Leute hier einen Saal um den Windbrunnen gebaut haben. Ja, und warum haben sie alle drumherum gestanden und Musik auf ihren Nasen gemacht? Vielleicht waren sie so eine Art Club der Windanbeter. Genau. Ich kenne mich nicht aus mit Clubs. Conroy hat mich mal in einen Fanclub gesteckt, den er für sich selbst gegründet hat. Klingt nach ihm. Das ist ja widerlich. Gut, bevor du Steve wieder ablenken kannst, müssen wir uns, glaube ich, trotzdem die goldenen Tickets besorgen. Und deshalb gehen wir zurück. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wie wir die blöden goldenen Tickets besorgen sollen. Den Schlüssel haben wir also immer. Oh, guck mal, da ist das Phosphos. Das war doch gerade noch nicht da, oder? Wir brauchen den Staub von den Färbermotten. Aber wie? Mögen die vielleicht Kekse? Kekse? Naja, okay. Da... Kekse? Ich glaube nicht. Okay. Nein. Okay. Nein. Keiner will meinen Keksschlüssel. Die Handpuppe, was sind wir denn mit der jetzt noch? Das war doch jetzt. Jetzt gehen wir mal wieder darüber. Aber das ändert doch gar nichts. Ich mag übrigens die Musik, auch wenn es nur so. Also wirklich sehr dezent ist, finde ich, im Hintergrund. Ich finde, die passt immer atmosphärisch sehr gut.
Ja, aber jetzt können wir natürlich immer noch nichts Neues machen. Nee. Das scheint sie... ich habe noch eine Idee. Denn vielleicht mögen Färbermotten ja Nektarinen.